Und dann hat Markus nach dem Spiel gesagt, dass ich ja noch ein junger Kollege bin. Mit sowas kann ich doch super leben. Das ist doch alles vollkommen entspannt. Und wir kennen uns jetzt nicht überragend gut. Es ist ein ordentliches, kollegiales Verhältnis. Ich will da eigentlich das Thema weitestgehend zumachen, weil es ein Thema ist, was mich schon was viel zu sehr beschäftigt, alle Beteiligten. Ansonsten ist es, glaube ich, so, dass ich stehe zu 1000% hinter meinem Team, hinter meinem Staff, hinter unserer Art und Weise, wie wir zusammenhalten und wie wir Fußball leben. Wir sind nie unfair, nie. Und dementsprechend habe ich vielleicht gelernt, dass die Definition von Niveau an verschiedenen Standorten unterschiedlich ist. Man muss, wir haben in der Hinrunde ein kleines Gespräch am Spielfeldrand gehabt und dann hat Markus nach dem Spiel gesagt, dass ich ja noch ein junger Kollege bin. Mit sowas kann ich doch super leben. Das ist doch alles vollkommen entspannt. Und wir kennen uns jetzt nicht überragend gut. Es ist ein ordentliches, kollegiales Verhältnis. Ich habe, wie ich es zu fast allen Kollegen in der Bundesliga habe, zu einigen habe ich ein deutlich längeres und natürlich auch persönlicheres Verhältnis, aber es ist doch ganz normal und ich erwarte überhaupt keine Probleme, weil man muss auch mal festhalten, weder Markus und auch was ja auch die Woche über durch die Medien ging, auch Oliver Glasner hat sich nicht über uns beschwert. Er hat vor dem Spiel darauf hingewiesen, dass er das gehört haben soll. Nach dem Spiel hat er gesagt, wortwörtlich, alles in Ordnung, total fair. So, dann muss man halt auch ein bisschen die Realitäten abbilden. Und diese Woche ging es nicht immer nur darum, was wirklich passiert ist.